Guten Morgen, liebe Leute. Also für mich ist gerade 9 Uhr morgens. Aber für euch, guten Abend, liebe Leute. Denn wenn ihr dieses Video seht, ist Abend. Okay, auf jeden Fall, ich beantworte mal wieder meine Telonyms. Und würde auch mal sagen, let's go. Erste Frage. Gab es bestimmte Rituale an deinem Geburtstag früher? Welche? Geschenke auspacken. Aber das ist heute immer noch Standard. Also das heißt eigentlich nein. Auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hätte ich voll gerne in meiner Vergangenheit so einen amerikanischen Kindergeburtstag gehabt, wo man dann eben wo du dann in so einer Pizzeria wie bei Five Nights at Freddy's sitzt, dort drüben genannt Chuck E. Cheese, und dort dann halt Party machst und so. Wäre bestimmt cool gewesen, aber ich bin ja in Deutschland geboren und hier gibt's halt sowas nicht. Ja, also so einen richtig geilen Kindergeburtstag habe ich nie gehabt. Aber egal, nächste Frage. Wie machst du dich frei von schlechten Gedanken? Ja, wenn ich mich draußen irgendwo hinsetze. Irgendwo, draußen ist egal wo. Nächste Frage. Wie würdest du reagieren, wenn du zwei Freunde einander vorstellst und sie würden ohne dich abhängen? Das fände ich richtig scheiße, weil ich mag es nicht gerne, wenn ich Person A habe, also zwei Personen, Person A und Person B. Dann nehme ich mal Person A mit, wenn ich mich mit Person B treffe. Die beiden werden dann einfach dann Freunde und treffen sich dann später dann ohne mich. Das fände ich scheiße, weil das mir dann so das Gefühl gibt, als dürfte ich, so theoretisch, keine eigenen Freunde haben. Das gab's doch tatsächlich mal bei mir, also nicht so ganz, aber auf eine andere Art und Weise, so ohne Treffen, aber mit Kontakt. Meine Freunde hier, also die ich in Real Life habe, hatten sich dann so alle dann mit meinen Internetfreunden so Kontakt aufgebaut, so ungefähr. Also die haben sich irgendwie so, auf Instagram haben sie sich alle abonniert. Okay, nächste Frage. Ist Deutschrap assi oder nicht deiner Meinung nach? Also ich höre es selbst, aber mittlerweile nur noch echt selten. Wenn man mich fragt, ob Deutschrap assi ist, würde ich schon sagen, es kommt immer auf die Rapper drauf an. Also ich meine, eigentlich ist es erstens so, ich denke, Rap muss generell eigentlich in der Art ein bisschen assi-mäßig sein. Denke ich. Aber ich selbst bin der Meinung, Deutschrap passt gar nicht. Das ist aber etwas, was ich... bei Deutschrap ist es eigentlich so. Die meisten sind ja gar nicht deutsch. Sorry, wenn ich es mal so sage, aber die einzigen, so, die meines Wissens deutsch sind, das sind die von 187. Das sind eigentlich fast die von, eigentlich glaube ich, nie, nur die von 187 sind deutsch. Der Rest sind dann alles Ausländer. Das ist an sich natürlich kein Problem oder so, weil es kommt ja nicht drauf an, wo die Leute herkommen, sondern wie sie drauf sind. Zum Beispiel der Capital Bra zum Beispiel. Der ist ja auch kein Deutscher, der ist ja halb Ukrainer, halb Russe. Ja. Ist ja kein schlechter Mensch oder so. Naja, okay, auf jeden Fall. Die nächste Frage habe ich einfach mal nicht beantwortet. Also nicht richtig. Welche Art von Menschen meidest du? Ich habe geantwortet, ja.
Als ob ich alles aufzählen werde von Leuten, die ich meide. Nee, danke. Lieblingsplatz auf der ganzen Welt. Ja, keine Ahnung, ich kenne doch nicht die ganze Welt. Wie warst du, als du klein warst? Also als ich klein war, war ich definitiv kleiner als heute. Junge. Was willst du hören? Ja, als ich klein war, da hab ich gekrabbelt. Da hab ich gekrabbelt. Da hab ich vielleicht auch einen Schnuller getragen, vielleicht mal auch in die Windel geschissen oder sonst so. Okay, gemacht. In die Windel gemacht oder sonst irgendwas. Was willst du wissen, Alter, Junge? Und wenn du zu viel wissen willst, Alter, dann geh ich Polizei, zeig dich an wegen Pädophile, Alter. Also ich meine dich, der die Frage gestellt hat, Alter, wenn du mich irgendwie auskundschaften, gleich Kinder auskundschafte, dann nicht mit mir, Alter. So, und deshalb letzte Frage. Ich meine wirklich letzte Frage. Es gibt keine Frage mehr hier oben. Was hast du so diese Woche geplant? Erstens auch mal richtig nice, denn diese Frage wurde mir gestellt vor 14 Stunden. Vor 14 Stunden. Heute ist Donnerstag. Und mir wurde gefragt, was ich diese Woche so mache. Und das habe ich übrigens erst jetzt gecheckt. Auf Telonym habe ich geantwortet, nix. Silvester ist ja tot. Stimmt da übrigens auch, weil das Silvester ist einfach gelaufen. Weil, das wäre sogar, du darfst ja kaum noch irgendwas machen. Schon seit letztes Jahr ist das so, dass sie Böller verboten haben. Und das war dann scheiße. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dieses Jahr, okay, dann gehe ich ja mit vielleicht ein oder zwei Kumpels raus. Ja, jetzt darf man das auch nicht mehr wirklich. Toll. Also Silvester ist für mich tot, wahrscheinlich, weil ich werde wahrscheinlich nicht mal anstoßen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Warum soll ich anstoßen auf ein weiteres beschissenes Jahr? Ja. Okay. Auf jeden Fall trotzdem einfach diese Frage einfach, dass der mir am Mittwoch fragt, was ich die Woche so vorhab. Am Mittwoch. Da bleibt nur noch Donnerstag, Freitag. Das Wochenende, das ist ja irgendwie immer ein Fakt. Das zählt man nicht unbedingt als Woche. Also nicht in den meisten Fällen. Da sagt man ein Wochenende. Aber nicht Woche. Woche hat so 7 Tage, aber man sagt immer von Montag bis Freitag, das ist die Woche. Und das Samstag und Sonntag ist das Wochenende. Ja. Trotzdem, Woche ist ja schon aber vorbei. Und dann stellt man mir so eine Frage. Ja, moin. Also, ich bin eh der Meinung, manchmal kann ich mir wirklich, wenn ich die Fragen nur vorlese, wenn ich sie eigentlich nur schon sehe, schon auf Telonym, würde ich mir am liebsten so einen richtigen Facepalm geben, dass es einen Abdruck hinterlässt. Naja, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben soll, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr von anderen Videos so findet, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und empfehlt mich doch euren Freunden weiter. Tschüss.